Auf dem Hof von Rita Heinz in Berchtesgaden ist heute ein großes Fest. Grüß dich. Alle Jahre, gell? Ja, alle Jahre wieder. So ist es, genau. Schon den ganzen Tag über hat sie die Feier vorbereitet. Bis vom Tal rauf kommen die Besucher. Es ist der Gedenktag der Seligsprechung des Pater Kaspar Stangassinger, des Großonkels von Rita Heinz. Ich wundere immer Kaspar, dass er immer gestrebt hat nach Heiligkeit und auch in den kleinsten Dingen des Alltags immer Gottes Gegenwart gespürt hat. Das ist für mich, und weil ein Alltag, den müssen wir alle leben, gell? Und so ist er für mich auch ein Vorbild. Herr, deine Gnade ist unfassbar. Hier auf dem Hof von Rita Heinz ist der selige Kaspar Stangassinger aufgewachsen. Bei den Feierlichkeiten ist er in Form von einer seiner Reliquien anwesend. Schon zu Lebzeiten war Pater Stangassinger den Menschen ein Vorbild. Am 24. April 1988 ist er von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden. Seitdem feiern die Berchtesgadener diesen Tag jedes Jahr. Damals war es so, dass der Schrein mit den Reliquien hier im Elternhaus war und dann feierlich hinuntergetragen wurde in die Stiftskirche und dann am nächsten Tag beim festlichen Gottesdienst da war. Und so hat sich dieser Brauch ergeben, dass man an dem Tag der Seligsprechung hier auf dem Kälberstein am Elternhaus eine kleine Feier abhält. Der selige Kaspar war ein Mensch, der sich unter seinen Mitmenschen für Versöhnung und Frieden eingesetzt hat. Pater Kaspar Stangassinger ist ein Seliger des Alltags. Einer, mit dem sich die Berchtesgadener identifizieren können. Mit seiner Seligsprechung feiern sie auch die Tatsache, dass ihre Stadt von den Zerstörungen des Bombardements am Obersalzberg während des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben ist. Dieser Tag fällt fast mit der Seligsprechung des Kaspar Stangassinger zusammen. Hier in der Stiftskirche von Berchtesgaden hat die Reliquie des seligen Kaspar Stangassinger ihren festen Platz. Im Oktober diesen Jahres soll sie einen neuen Schrein bekommen und an einem zentraleren Ort in der Kirche aufgestellt werden, damit die Berchtesgadener ihrem Seligen noch näher sein können.